Timo, knapper Sieg heute in diesem Derby, was heiß erwartet wurde. Ist aber aus meiner Sicht ein Spiel gewesen, wo beide Mannschaften nicht viel zugelassen haben. Wie hast du es gesehen? Nee, ich glaube, das passt heute. Wir wollten das auch so spielen. Wir wollten heute wenig zulassen. Wir haben einfach zu viele Tore kassiert. Wir haben es mit unserer Offensive gerettet letzte Woche, aber wir wussten, dass es nicht immer gut geht. Und wir wussten halt auch, dass heute wirklich Qualität auf uns zukommt und wollten hier auch erstmal gut stehen. Wir haben eine gute Ausgangsposition gehabt und wollten halt erstmal abwarten, was der CFR macht. Und ja, ist uns heute wirklich sehr, sehr gut gelungen, weil wir, glaube ich, an sich fast gar keine Torschuss zugelassen haben. Wie habt ihr das Tor gemacht oder wie konntet ihr den Sieg heute erringen? Ja, ich glaube, Erne hat wieder spekuliert wie letzte Woche auch auf den Rückpass und der Gegenspieler hat uns den Gefallen gemacht und da ist einfach auf Zack, da kriegt man eine Bremse, wenn der mal im Lauf ist, macht es wieder überragend, läuft am Torwart vorbei. Ja, war früh so 1-0, hat uns natürlich gut getan und wir konnten ja unser Konzept da durchziehen. Jetzt habt ihr nach 5 Spielen im 6. Spieltag immer noch die Tabellenführung. Was heißt immer noch? Nach 5 Siegen ist es die Tabellenführung. Man redet natürlich schon von großen Zielen wie dem Wiederaufstieg. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das ziemlich entspannt. Also ich glaube, nach 5 Spieltagen war noch keiner Meister oder irgendwas. Und wir wollten einfach eine gute Runde spielen. Wir haben auch ein bisschen Umbruch bei uns. Es sind viele gute Spieler gegangen. Es sind viele neue gekommen, die sich super integrieren. Und jetzt läuft es halt gerade. Wir wissen auch, dass es auch mal andersrum geht. Dass wir uns in jedes Spiel hier in der Oberliga hart arbeiten müssen, weil wirklich richtig, richtig Qualität in der Liga ist. Und gerade läuft es uns halt ein bisschen rein. Wir haben das Selbstvertrauen und wir spielen, glaube ich, auch. Wir arbeiten gut. Aber wir wissen auch, dass da vielleicht da noch andere Spiele kommen. Und da hoffen wir halt, dass wir da dann trotzdem oben weiter dranbleiben. Dass es jetzt nicht so weiterläuft, ist uns auch klar. Aber solange so läuft, ist es auch okay. Was klappt bei euch besonders gut und woran müsst ihr noch arbeiten aus deiner Sicht? Nee, ich glaube, die ersten Spiele haben wir offensiv bärenstark gespielt. Wir haben einen super Zug nach vorne, haben viele, viele Chancen rausgespielt. Haben natürlich aber hinten zu viel zugelassen. Und heute wollten wir mal hinten gut stehen. Das ist uns auch gelungen. Dann, heute hat es vorne nicht ganz so geklappt wie die letzten Spiele. Ich glaube, aber wenn wir jetzt da noch ein bisschen den Mittelweg hinkriegen mit Offensive, Defensive, dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Nächsten Mittwoch kommt für euch dann das Nachholspiel sozusagen gegen Waldorf 2. Wie geht ihr in das Spiel rein? Ja, das ist ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen. Wir werden aber bestimmt wieder ein bisschen offensiver spielen und versuchen da unseren Lauf weiter fortzuführen. Wir müssen auch gucken, was in Waldorf kommt. Das ist, ja, die zweite Mannschaft weiß man nicht so recht. Die können auch richtig kicken, aber wir brauchen uns nicht verstecken. Wir sind ohne Druck. Wir können am Mittwoch versuchen, das Nachholspiel zu gewinnen und dann geht's weiter. Timo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön.